Ja, vielen Dank, Herr Düx, für diese Antwort, für diese ausführliche Antwort. Selbstverständlich ist das ein strafrechtliches Kernproblem. Und wir haben zwar das Kontrollratsgesetz Nummer 10 nicht, aber jetzt haben wir ein Völkerstrafgesetzbuch. Und da stellen sich ähnliche Fragen der Zurechnung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit für das Individuum. Und der Bundesgerichtshof ist ja gerade erst dabei, sich zu orientieren. Also wie da die Rechtsprechung sich entwickeln wird, das wird man sehen. Schwer wird es in jedem Fall. Jetzt, meine Damen und Herren, darf ich unseren nächsten Redner ankündigen, Herr Professor Dr. Günther Hirsch. Er hat nun im Vergleich zu den beiden Zeitzeugen, die wir bislang gehört haben, eine sozusagen neue Situation, weil er auch, wie ich finde, ein halber Zeitzeuge ist. Er ist hier aufgrund seiner herausragenden Situation als Präsident des Bundesgerichtshofs, das war ja von 2000 bis 2008, und war in dieser Eigenschaft natürlich dann konfrontiert mit auch dem Versagen, von dem wir gerade gehört haben, der deutschen Justiz im Auschwitz-Prozess und den anderen Prozessen. Und er hat sich in dieser Tätigkeit als Präsident dieses Gerichtshofes da positioniert. Ich kann Ihnen noch berichten, dass er zuvor Richter am Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften gewesen ist. Er war Präsident des Verfassungsgerichtshofs des Freistaats Sachsen. Er war im Bayerischen Staatsministerium der Justiz und in der Bayerischen Justiz überhaupt tätig. Er war auch an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Jedenfalls wurde er da promoviert. Insofern ist es für Sie ja fast eine Heimkehr zu Ihren juristischen Wurzeln. Lieber Herr Hirsch, ich darf Sie um Ihr Referat bitten. Sehr verehrte Frau Bundesministerin der Justiz, Laura Schnarrenberger, sehr geehrter Herr Präsident des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs, Dr. Huber, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Verstrickung der Justiz im Dritten Reich in das nationalsozialistische Unrechtssystem ist nur ein Kapitel im Gesamtbild dieses monströsen totalitären Systems, das, um Hannah Arendt zu zitieren, die Kontinuität der europäischen Geschichte unterbrochen hat. Die strafrechtliche Aufarbeitung der NS-Verbrechen stand generell, also nicht nur im Hinblick auf Justizunrecht, sondern generell vor der nahezu unlösbaren Aufgabe, die persönliche Schuld von Menschen zu ahnden, die eingebunden waren in ein staatliches System, dessen Raison d'être die Missachtung aller sittlichen und rechtsstaatlichen Werte des Abendlandes war. Wofür hat der Einzelne einzustehen, wenn alle Staatsgewalt, also die Gesetzgebung, die Verwaltung, die Rechtsprechung, von einer Doktrin der Unmenschlichkeit und des Unrechts beherrscht wird? Ist die individuelle Verantwortung oder die strafrechtliche Schuld gemindert oder gar aufgehoben, wenn das Verhalten staatlich geboten, zumindest aber erwünscht oder toleriert ist? Die Frage nach der persönlichen Schuld des Einzelnen in einem totalitären, verbrecherischen Staat bestimmte von Anfang an die Diskussion zur Aufarbeitung des NS-Unrechts, auch und im Besonderen des NS-Justizunrechts. Ob sich die Rechtsordnung der Bundesrepublik mit den Prozessen gegen NS-Verbrecher bewährt hat, sei dahingestellt. Jedenfalls haben diese Verfahren Bewusstsein geschaffen und vielen, ich erinnere mich an mich persönlich auch und an den Auschwitz-Prozess und die Berichte, und vielen erst die Augen geöffnet für das ungeheure Ausmaß der staatlich organisierten Kriminalität des Regimes und natürlich damit auch für die Gefahren von Intoleranz, von Rassismus oder von Relativierung der menschlichen Werte. Im Auftrag und unter dem Schutz einer pervertierten Staatsmacht wurden Verbrechen einer überdimensionalen Größenordnung begangen, die ein normales Fassungsvermögen übersteigen. Die Anzahl der unschuldigen Opfer hat bei weitem die Grenze überschritten, bis zu der Zahlen noch eine reale Bedeutung haben. Tausende, Hunderttausende oder Millionen von Opfern. In solchen Bereichen des Massenmordes versagt das menschliche Vorstellungsvermögen. Allein in dem Vernichtungslager Treblinka sind mindestens 700.000 Menschen auf geradezu industrielle Weise ermordet worden.
Einzeltäter wurden wegen Mordes an Hunderttausenden verurteilt. Und selbst im Bereich der ohne Befehl begangenen Exzesstaten gab es NS-Täter, die allein mehr Menschen getötet haben, als während Jahrzehnten in der Bundesrepublik insgesamt durch Mordtaten ums Leben gekommen sind. Ein völlig neuer Verbrechens- und Verbrechertyp ist durch diese Taten in die Geschichte getreten. Die Grenze ist überschritten, hinter der die herkömmlichen, die gesicherten Begriffe unseres Rechts nicht mehr ohne weiteres zutreffen. Die Gerichte waren bei der Aufarbeitung dieser Verbrechen mit Rechtsfragen einer neuen Qualität konfrontiert. Schwierigkeiten bereitete insbesondere die Beweislage bei der Feststellung individuell zurechenbarer Schuld. Es stellte sich die Frage der rechtlichen Relevanz von Handeln auf Befehl, die Abgrenzung von Täterschaft, Beihilfe, wir haben eben den Diskussionsbeitrag gehört, Anstiftung war umstritten. Die Strafzwecke der Individualprävention, also zu verhindern, dass dieser Täter erneut straffällig wird, oder der Generalprävention, also die Allgemeinheit abzuschrecken, vergleichbare Straftaten zu begehen. Diese Strafzwecke, diese klassischen Strafzwecke, gingen ins Leere bei Tätern, die nur in dieser historisch einmaligen Situation zu Verbrechern wurden und bei denen ausgeschlossen werden konnte, dass sie jemals wieder in einem rechtsstaatlichen, zivilisierten System, das ja die Bundesrepublik Deutschland war, gefestigt und gesichert, dass sie jemals wieder ähnliche Straftaten begehen könnten. Also die Strafzwecke passten plötzlich, diese jedenfalls, nicht mehr. Man konnte nur zurückgreifen auf den allgemeinen Strafzweck des Schuldausgleichs. Die Frage stellte sich, ob Zeitablauf und zwischenzeitliche soziale Integration als übliche Strafmilderungsgründe bei solchen Taten zur Anwendung kommen können. Können zeitige Freiheitsstrafen für tausendfachen Mord, die umgerechnet pro Opfer nur wenige Tage Freiheitsentzug bedeuten, und diese Rechnung wurde aufgemacht, auf den Tag genau, können solche Strafen überhaupt noch die Funktion erfüllen, die Rechtsordnung zu verteidigen? Meine Damen und Herren, wenn ich mich der Aufarbeitung des Justizunrechts zuwende, dann ist zuerst die Rolle der dritten Gewalt in einem Staat in den Blick zu nehmen, in dem SS, geheime Staatspolizei und andere Organisationen Unterdrückungssysteme außerhalb jeder Kontrolle aufgebaut haben, willkürlich verhafteten und folterten, indem also eine organisierte, außernormative Gewalt neben der klassischen Staatsgewalt entstanden war. Der Justiz im Dritten Reich gelang weder die Verrechtlichung der Schutzhaft noch eine Einflussnahme auf die Konzentrationslager. Nach langem Hin und Her zwischen 1933 und 1938 wurden die Konzentrationslager gegenüber der Justiz faktisch exterritorial. Strafurteile konnten durch polizeiliche Exekution korrigiert werden, wenn sie nicht im Sinne der SS ausgefallen waren. Schon 1933 wurde von Göring die polizeiliche Vorbeugungshaft eingeführt, deren gesetzliche Regelung die Justiz niemals erreichen konnte, vielleicht auch nicht ernsthaft erreichen wollte. Als zum Beispiel Gerichte dazu übergingen, die von der Gestapo verhängte Schutzhaft wie die Untersuchungshaft auf eine gerichtlich erkannte Strafe anzurechnen, wurde dies von Gestapo-Chef Heydrich damit konterkariert, dass er erklärte, bestimmte Staatsfeinde hätten sich nicht in Schutzhaft befunden, sondern in Schulungshaft, die man natürlich nicht auf die Strafhaft anrechnen könne, da durch Schulungshaft, ich zitiere, Menschenmaterial bei geeigneter Anleitung und Schulung wieder in den Volkskörper eingereiht werden. In einer Verordnung zum Reichsbürgergesetz wurden schließlich die jüdischen Mitbürger mit einem Federstrich dem Schutz der Gerichte entzogen, mit folgender lapidaren Bestimmung: Strafbare Handlungen von Juden werden durch die Polizei geahndet. Darauf hat Herr Bach ja hingewiesen.
Kurzum, es entstand neben dem Normenstaat der Maßnahmenstaat im Sinne Ernst Fraenkels, der weitgehend justizieller Kontrolle entzogen war. Dies kann natürlich nicht, um nicht missverstanden zu werden, die Verantwortung für Terror- und Willkürurteile der Gerichte, die es zuhauf gab, relativieren, sondern dies soll lediglich die stärkere Beschränkung des Zuständigkeits- und Verantwortungsbereiches der Justiz zeigen, die in so einem System gang und gäbe ist. Befasst man sich mit der Aufarbeitung von Justizunrecht im Dritten Reich durch die bundesdeutsche Justiz, muss man sich zuerst mit der Frage befassen, wie es dazu kommen konnte, dass Richter diesem Unrechtssystem zu Willen waren. Man muss mit den Trägern der dritten Gewalt beginnen, die willige Helfer dieses Systems waren. Wie konnten Richter, die wie kein anderer Berufsstand nach Ausbildung und Berufsethos dem Recht verpflichtet waren, sich dem Unrecht andienen? Nun, die Richterschaft rekrutierte sich in der Weimarer Zeit und damit natürlich auch im Dritten Reich ganz überwiegend aus, um Golomann zu zitieren, biederen Juristen aus der Kaiserzeit. Sie waren konservativ, staatsgläubig, autoritätshörig. Der Schritt vom Deutschnationalen zum Nationalsozialistischen fiel vielen von ihnen nicht besonders schwer. Die Mehrheit der Richter beugte nicht das Recht, aber viele beugten sich einem formellen Recht, auch wenn es materiell Unrecht war. Andere verbogen das Recht, ohne es zu brechen. Die Gefährlichkeit des Unrechtsstaats liegt ja nicht so sehr darin, dass er Richter frontal veranlasst, gegen Recht und Gesetz zu entscheiden, sondern darin, dass er Unrecht in Gesetzesform gießt und darauf setzt, dass Richter nicht mehr nach dem Recht fragen, wenn sie ein Gesetz zur Hand haben. Mit dem Ermächtigungsgesetz und mit Notverordnungen wurde die Weimarer Republik legalistisch zerstört. Der Weg in den Terror war mit Gesetzen gepflastert. Die Mehrheit der deutschen Richter reagierte auf die zunehmende Erosion des Rechtsstaates mit verdrängender oder resignierender Professionalität. Dabei mag am Anfang dieser Entwicklung eine verhängnisvolle Fehleinschätzung bei einigen gestanden haben. Denn manche waren bereit, einen autoritären Staat im Interesse des Kampfes gegen das sogenannte Versailler Verdikt hinzunehmen, das ja in der Tat für die Deutschen desaströs war. Zu glauben, dass in diesem Kampf die Rechtsstaatlichkeit vorübergehend missachtet werden könne, ohne Recht und Gerechtigkeit auf Dauer zu zerstören, war vielleicht der verhängnisvollste Fehler derer, die sich als deutschnationale Patrioten verstanden, letztlich aber dann doch nichts anderes waren als Steigbügelhalter der Nazis. Denn sie verstanden nicht, dass Recht wie die Freiheit in Zentimetern stirbt. Wehrt man nicht den Anfängen, gibt es irgendwann kein Halten mehr. Das Reichsgericht versuchte in der Anfangsphase der Nazi-Herrschaft zum Teil noch durchaus, sich durch klassische Interpretation der gesetzlichen Vorschriften einer ideologischen Systemnähe zu entziehen. Aber es machte immer mehr Konzessionen. Und am Ende wurde die moralische Instanz zwischen dem, was das Reichsgericht mit einigen Entscheidungen durchaus feststellbar, also die moralische Instanz zwischen dem, was das Reichsgericht verhüten wollte und dem, was es in Kauf nahm, wurde immer geringer. Letzte Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Regimes wurde bei vielen beseitigt durch führende Vertreter der Rechtswissenschaft, auf die sich die Nazis berufen konnten. Erwähnt sei der angesehene Staatsrechtslehrer Karl Schmidt, der zum Totengräber der Weimarer Verfassung wurde und zum Kronjuristen des Dritten Reiches. Mit seinem Aufsatz »Der Führer schützt das Recht« lieferte er den Mördern des Röhmputsches nicht nur die Rechtfertigung des übergesetzlichen Staatsnotstandes,
sondern er erklärte, die Tat des Führers sei in Wahrheit echte Gerichtsbarkeit gewesen. Sie unterstehe per se nicht der Justiz, sondern sei selbst höchste Justiz. Karl Larenz, die Älteren von uns haben sein Lehrbuch noch im Schreibtisch vielleicht, relativierte in verhängnisvoller Weise die Rechtsfähigkeit der Juden in Deutschland mit dem Satz: Rechtsgenosse ist nur, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse ist, wer deutschen Blutes ist. Die ideologisch begründete völkische Rechtserneuerung blieb nicht ohne Wirkung in der Praxis, auch wenn sie überwiegend eine akademische Angelegenheit war. Erhebliche Auswirkungen auf die Justizpraxis hatte die Nazifizierung der Justizverwaltung, insbesondere des Reichsjustizministeriums. Dieses räumte ziemlich widerstandslos rechtsstaatliche Positionen, indem es etwa die berüchtigten Leitsätze an die Gerichte adressiert, zum Beispiel dahingehend, dass Generalklauseln auszulegen seien aus dem Geist des Nationalsozialismus, so eine dieser Vorgaben. Die Aufgabe grundlegender rechtsstaatlicher Prinzipien kann exemplarisch an der juristischen Behandlung des Reichstagsbrandes gezeigt werden. Die Nazi-Machthaber wollten eine Verurteilung des holländischen Kommunisten van der Lubbe sowie vier weiterer Kommunisten, um den Reichstagsbrand als kommunistischen Umsturzversuch erscheinen zu lassen. Deshalb wurde eine Verordnung zum Schutz von Volk und Staat erlassen, die für Brandstiftung und Terrorakte die Todesstrafe vorschrieb. Das Reichsjustizministerium in Person von Staatssekretär Schlegelberger wies darauf hin, dass der in der Reichsverfassung verankerte Grundsatz nulla poena sine lege eine rückwirkende Anwendung dieser Strafnorm entgegenstünde. Als Innenminister Frick daraufhin im Auftrag Hitlers auf einer Rückwirkung bestand, gab Schlegelberger nach und verordnete auf der Grundlage des Ermächtigungsgesetzes, dass die Verordnung zum Schutz von Volk und Staat auch für vor ihrem Erlass begangene Straftaten gelte. Von der Lubbe wurde zum Tode verurteilt nach dieser Verordnung. Die vier mitangeklagten Kommunisten wurden jedoch vom Reichsgericht freigesprochen. Daraufhin wurde dem Reichsgericht die Zuständigkeit für solche Strafsachen entzogen und dem Volksgerichtshof übertragen. Dieses Zurückweichen des Justizministeriums wirkte wie ein Dammbruch. Minister Gürtner und Staatssekretär Schlegelberger blieben zwar im Amt, waren jedoch faktisch entmachtet. Mit der Übernahme des Justizministeriums durch Otto Thierack 1942 wurde die Unabhängigkeit der Justiz dann auch sichtbar in der Person dieses Ministers völlig beseitigt. So zeichnete Thierack etwa verantwortlich für die Aktion Vernichtung durch Arbeit, mit der gezielt vorgegeben wurde, bestimmte Häftlinge durch den Arbeitseinsatz zu töten und durch den Entzug jeglichen Rechtsschutzes für Osteuropäer, nachdem bereits vorher ja jeder Rechtsschutz für Juden zurückgenommen worden war. Meine Damen und Herren, wie ist nun die Nachkriegsjustiz mit den Justizverbrechen der Nazizeit umgegangen? Ich möchte dies exemplarisch am Fall Reese und am Fall Thorbeck-Hubenkoten aufzeigen. Man könnte viele andere Beispiele nehmen, aber das sind exemplarische Fälle. Hans-Joachim Reese war ab November 1941 Richter beim Volksgerichtshof im Senat des Präsidenten des Volksgerichtshofs. Dieses Gericht, und wenn ich jetzt Gericht sage, habe ich das im Manuskript in Anführungszeichen jeweils gesetzt, wurde 1934 dem ideologisch unzuverlässigen Reichsgericht an die Seite gestellt und war von Anfang an ein reines Instrument des Justizterrors. Auch wenn dieses Gericht für jedermann erkennbar kein Recht im materiellen Sinne gesprochen hat, gestand der Bundesgerichtshof auch den Richtern des Volksgerichtshofes 1956 das sogenannte Richterprivileg zu. Das heißt, sie konnten strafrechtlich nicht verfolgt werden, weder wegen Rechtsbeugung noch wegen Mordes, Totschlages oder Ähnlichem.
wenn sie damals geltende Gesetze angewendet hatten, ohne dass sie subjektiv deren Unrechtscharakter erkannt hätten. Rehse wirkte an mindestens 231 Todesurteilen mit, unter anderem wegen läppischer Vergehen wie Erzählen eines Witzes über Hitler und Göring in einem Fall oder weil jemand Zweifel am Endsieg geäußert hatte 1944, also wegen Defätismus und wegen ähnlicher Bagatellen. Obwohl die Begründungen dieser Urteile und die Verhängung der Todesstrafen jedem Rechtsempfinden hohn sprechen, kam es zu keiner Verurteilung von Rehse wegen Rechtsbeugung, da der Bundesgerichtshof den Tatbestand der Rechtsbeugung nur als erfüllt ansah, wenn das Recht mit bestimmtem Vorsatz falsch angewendet wurde. Und der bestimmte Vorsatz musste natürlich bewiesen werden. Das heißt, dass keine Strafbarkeit gegeben war, wenn der Richter glaubte, ein geltendes Gesetz anzuwenden, und sei es auch infolge rechtlicher Verblendung. Damit war die Weiche dafür gestellt, dass Richtern Rechtsbeugung durch Terrorurteile aus subjektiven Gründen praktisch nie mehr nachgewiesen werden konnte. Ein ganzer Berufsstand, der viele willige Anhänger der NS-Ideologie in seinen Reihen und Tausende von Unrechtsurteilen zu vertreten hatte, wurde damit faktisch aus der strafrechtlichen Haftung entlassen. Die Namen Thorbeck und Hubenkoten stehen exemplarisch für das Versagen der Nachkriegsjustiz bei der Aufarbeitung von Justizunrecht, aber auch für ihr Bemühen, dies später zu korrigieren und der Geschichte letztendlich doch gerecht zu werden. Auf ihr Konto geht der Tod von Männern des Widerstandes, die durch ein Gerichtsverfahren, das eine reine Farce war, zum Tode verurteilt wurden. Gleichwohl wurden Thorbeck und Hubenkoten letztendlich durch ein Urteil des Bundesgerichtshofes von diesen Justizmorden freigesprochen, mit einer Begründung, die zur Folge hatte, dass kaum einer der Richter, die während der Nazi-Herrschaft etwa 30.000 Todesurteile gefällt hatten, zur Rechenschaft gezogen wurde. Von diesem Urteil hat sich der Bundesgerichtshof, ich werde noch darauf zurückkommen, 1995 ausdrücklich distanziert in einem Verfahren, in dem es um Justizunrecht in der ehemaligen DDR ging. Opfer waren Hans von Donani, dieser gehörte dem Widerstand gegen das NS-Regime an und war einige Zeit Richter am Reichsgericht. Opfer waren weiter diese Justizmorde Admiral Canaris, General Oster, Heereschefrichter Dr. Sack, Pastor Dietrich Bonhoeffer und Hauptmann Gehre. Donani wurde am 6. April 1945, also wenige Tage vor der Kapitulation, im KZ Sachsenhausen von einem SS-Standgericht auf Befehl Hitlers zum Tode verurteilt und hingerichtet. Die anderen genannten wurden zwei Tage später im KZ Flossenburg, ebenfalls von einem SS-Standgericht zum Tode verurteilt und hingerichtet. Selbst nach damals geltendem Gesetz verstießen die Verfahren in schwerwiegender Weise gegen formelles und materielles Recht. So war zum Beispiel das SS-Standgericht für die Angeklagten, die nicht Mitglieder der SS waren, überhaupt nicht zuständig. Das Gericht war mit dem KZ-Lagerkommandanten als Beisitzer nicht ordnungsgemäß besetzt. Verteidiger waren nicht bestellt, Protokollführer gab es nicht. Die Angeklagten waren offenkundig schwer gefoltert worden. Die Beweismittel entsprachen in keiner Art und Weise den Vorschriften. Deshalb wurden Hubenkoten und Thorbeck nach dem Ende des NS-Regimes unter anderem wegen Beihilfe zum Mord, auch nur Beihilfe, aber immerhin, angeklagt. Der Bundesgerichtshof war dreimal mit diesem Verfahren befasst. In den ersten beiden Urteilen hob er die jeweiligen Freisprüche des Schwurgerichts Augsburg auf und wies in beeindruckender Weise darauf hin, dass Gesetze, die die Gerechtigkeit nicht einmal anstreben und allen Kulturvölkern gemeinsame Rechtsüberzeugungen von Wert und Würde des menschlichen Lebens gröblich missachten, dass solche Gesetze kein Recht schaffen
und dass ein Verhalten, das diesen Gesetzen entspricht, Unrecht bleibt. Dies sind beeindruckende zwei Urteile des Bundesgerichtshofs. Nachdem nach dem zweiten Urteil die Angeklagten im dritten Durchgang vom Schwurgericht wegen Beihilfe zum Mord zu hohen Zuchthausstrafen verurteilt worden waren, änderte der Bundesgerichtshof, zum dritten Mal in Revision mit diesem Fall befasst, in anderer personeller Zusammensetzung des Senats seine Auffassung grundlegend. Er hob 1956 diese Verurteilungen auf und sprach die Angeklagten von dem Vorwurf frei, durch Standgerichtsverfahren Beihilfe zum Mord geleistet zu haben. In der Begründung behandelte der Bundesgerichtshof das SS-Standgericht als ordnungsgemäßes Gericht, das offenkundige Scheinverfahren als ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren und das Urteil als dem damaligen Recht entsprechend. Die Begründung ist ein Schlag ins Gesicht. Den Widerstandskämpfern wurde attestiert, sie hätten, ich zitiere, nach den damals geltenden und in ihrer rechtlichen Wirksamkeit an sich nicht bestreitbaren Gesetzen Landes- und Hochverrat begangen. Den SS-Richtern können nicht zum Vorwurf gemacht werden, dass sie die Frage der Rechtfertigung des Verhaltens der Angeklagten nicht geprüft hätten. Damit wandte sich der Bundesgerichtshof explizit von der sogenannten Radbruchschen Formel ab. Radbruch wurde ja schon zitiert heute. Nach dieser Formel ist das Positive, das geschriebene Recht, dann nicht anzuwenden, wenn es in so unerträglichem Maße der Gerechtigkeit widerspricht, dass es als unrichtiges Recht der Gerechtigkeit zu weichen hat. Im Ergebnis ließ der Bundesgerichtshof allerdings die Verurteilung Hubenkotens wegen Beihilfe zum Mord an Bonhoeffer, Canaris, Oster, Sack und Gerse bestehen. Allerdings nicht wegen der Verhängung der Todesurteile, sondern weil Hubenkoten an der Vollstreckung dieser Urteile mitgewirkt hatte, ohne die notwendige Bestätigung des Urteils durch Hitler als obersten Gerichtsherrn einzuholen. Dies macht das Urteil nicht besser, sondern eher noch schlimmer. Dies gilt umso mehr, als Hubenkoten trotz seiner unstreitigen Beteiligung auch an der Vollstreckung des Todesurteiles gegen von Donani selbst insoweit mangels Beweises freigesprochen wurde, da ungeklärt geblieben sei, ob dieses Urteil auch tatsächlich ohne die erforderliche Bestätigung des Gerichtsherrn vollstreckt worden sei. Die Folgen dieses Urteils, meine Damen und Herren, waren verheerend. Richter und Staatsanwälte, die an den tausendfachen Justizverbrechen des Dritten Reiches beteiligt waren, blieben fast völlig, wir hatten dies ja schon gehört heute, von Strafverfolgung verschont. Richterprivileg, Beratungsgeheimnis, formaler Rechtsgehorsam waren die rechtlichen Instrumente, auf die sich die Justiz stützte, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Nachdem 1968 schließlich, wie erwähnt, auch die Verurteilung von Richter Reese, der im Volksgerichtshof mit Freisler zusammen, wie erwähnt, über 200 Todesurteile gesprochen hat, auch aufgehoben wurde und Reese dann verstarb, bevor das Verfahren erneut in Gang gesetzt worden war, stellten die Staatsanwaltschaften alle Ermittlungen gegen ehemalige Richter ein. Dieses Versagen der Justiz der Bundesrepublik und auch des Bundesgerichtshofes bei der Aufarbeitung von NS-Justizunrecht ist, und ich stehe nicht an, dies hier auch zu sagen, auch im Hinblick auf die Funktion, die ich in der Justiz hatte, dies ist ein dunkles Kapitel in der deutschen Justizgeschichte, wird dies bleiben und damit und dafür muss man sich eigentlich schämen. Mehr, glaube ich, braucht man dazu nicht zu sagen. Aber der Bundesgerichtshof wurde mit der Unfähigkeit der Nachkriegsjustiz, NS-Justizunrecht zu sühnen, erneut konfrontiert, als das Verhalten von Richtern in der ehemaligen DDR strafrechtlich zu bewerten war.
Nach dem Fall der Mauer standen deutsche Gerichte zum zweiten Mal binnen einiger Jahrzehnte vor dem Problem, das Verhalten von Richtern als Handlanger totalitärer Regime justiziell aufzuarbeiten. Auch wenn diese beiden Unrechtssysteme nicht gleichgesetzt werden können, dies will ich beileibe auch nicht tun, bleibt doch festzuhalten, dass es in der ehemaligen DDR schätzungsweise 150.000 bis 200.000 politische Strafverfahren und 60 oder 70 politisch motivierte und vollstreckte Todesurteile gab. In dieser Situation wurde der Bundesgerichtshof und die deutsche Justiz nicht nur ihrer Verantwortung zur Aufarbeitung des Justizunrechts gerecht, sondern der Bundesgerichtshof ergriff 1995 auch diese historische Gelegenheit, um sich von seiner eigenen verhängnisvollen Rechtsprechung, insbesondere dem dritten Donani-Urteil, mit deutlichen Worten zu distanzieren. Er bezeichnete die Kritik an der früheren Rechtsprechung des eigenen Hauses ausdrücklich als berechtigt und sprach von einem folgenschweren Versagen bundesdeutscher Strafjustiz. Dies sollte nicht vergessen werden, wenn die Rolle der deutschen Justiz bei der Aufarbeitung von Justizunrecht kritisch bis zum heutigen Tage gewürdigt wird. Die Feststellung des Bundesgerichtshofes 1995, dass die genannten Widerstandskämpfer eben nicht durch ein ordnungsgemäßes Gericht, nicht in einem rechtmäßigen Verfahren wegen Hochverrates zu Recht verurteilt worden sind, sondern dass sie Opfer eines Justizmordes wurden, war eine späte Rehabilitierung der Opfer. Wir hatten beim Bundesgerichtshof damals eine Veranstaltung zum Jahrestag der Geburt von Donani, der ja Richter am Reichsgericht war, durchgeführt. Es waren die beiden Söhne von Donani, Angehörige der anderen Opfer dieser Willkürjustiz anwesend. Und dies war eine Veranstaltung, bei der der Bundesgerichtshof sich eben bekennen wollte zu dem Fehlverhalten in der ersten Phase der Aufarbeitung und klarstellen wollte, dass dies Vergangenheit ist und dass die deutsche Richterschaft eben wieder zurückgefunden hat zu der Lehre Radbruchs, dass es ein höheres Recht gibt als das Geschriebene. Die Richter sind in Deutschland nach Artikel 30 Absatz 3 des Grundgesetzes, und dies ist aus meiner Sicht eine der großartigsten Vorschriften dieses Grundgesetzes, an Recht und Gesetz gebunden. Das geschriebene Gesetz und die Rechtsidee aber können auseinanderklaffen. Und gibt es eine Kontroverse zwischen Recht und Gesetz, dann ist für den Richter das Recht maßgebend und nicht das geschriebene Gesetz. Es gibt keinen blinden Gehorsam des Richters gegenüber dem geschriebenen Gesetz. Diese Erkenntnis und diese Donani-Veranstaltung war übrigens auch der Grund, warum der Bundesgerichtshof in seinen Innenhof mit großen Bronzelettern in endloser Rundschrift geschrieben hat, Lex injusta non est, und zwar fortlaufend Lex injusta non ex, Lex injusta non est. Dies bedeutet nicht, dass es keine ungerechten Gesetze gibt, Lex injusta non est, die gibt es natürlich, sondern dies bedeutet in der Rundschrift, dass ein ungerechtes Gesetz kein Gesetz ist, Lex injusta non est Lex. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss kommen. Man darf die Geschichte nicht vergessen, aber man darf sich auch nicht zum Gefangenen der Geschichte machen. Dass die deutsche Justiz im Dritten Reich dem Unrecht nicht widerstanden, zum Teil auch aktiv gedient hat, ist eine geschichtliche Tatsache. Ebenso ist es wahr, dass die Gerichte der Bundesrepublik einschließlich des Bundesgerichtshofes bei der Aufarbeitung des NS-Justizunrechts ihrer rechtsstaatlichen Verantwortung nicht durchgängig gerecht geworden sind und auch nicht bereit waren, sich den Verbrechen von Richtern im Dritten Reich zu stellen. Dies ist ein dunkles, ein unrühmliches Kapitel in der deutschen Justizgeschichte. Es bedurfte erst der Befassung des Bundesgerichtshofes 40 Jahre nach dem Ende des NS-Regimes mit dem Justizunrecht während der kommunistischen Herrschaft, um das verfehlte Richterrecht der Nachkriegszeit zu korrigieren.
Damit konnte allerdings nicht mehr das Unrecht gut gemacht werden, das den Opfern des NS-Terrors durch Richter zugefügt worden ist und das ungesühnt durch die Gerichte geblieben ist. Sie hat man, um Golo Mann zu zitieren, zweimal ignoriert und vergessen. Die Gleichgültigkeit der Nation erwürgte die Lebenden und sie vergaß die Toten. Dass sich nun die Forschung im Auftrag von Ihnen, Frau Justizministerin, mit der Aufarbeitung von Justizunrecht befasst, ist auch eine Verneigung vor den Opfern gewissenloser Richter, Staatsanwälte und sonstiger Justizbediensteter und verdient hohen Respekt. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Lieber Herr Präsident, ganz herzlichen Dank für diese eindrucksvolle Rede, wo Sie uns noch einmal das Versagen der Justiz und insbesondere natürlich der problematischen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs vor Augen geführt haben, aber selbstverständlich auch ein Stück weit Hoffnung gemacht haben, dass man vielleicht doch gelernt hat aus der Vergangenheit, da in Anbetracht des SED-Unrechts eben andere und teilweise auch deutliche Worte des Abstandes zu dem, was davor geurteilt wurde, gefunden wurden. Nichtsdestotrotz darf man nicht vergessen, dass die Aufarbeitung der SED-Vergangenheit für den Bundesgerichtshof natürlich auch etwas anderes ist als die Aufarbeitung der NS-Geschichte. Denn der NS-Justizterror, da war man selbst damit beschäftigt. Bei dem SED-Justizterror war man eine fremde Macht letztlich, die über dieses Unrecht zu urteilen hatte. Also ein bisschen auch ein Unterschied in der Herangehensweise. So, meine Damen und Herren, jetzt haben wir auf jeden Fall noch Zeit zu diskutieren. Ich bitte um Wortbeiträge hier vorne. Mein Name ist Deiseroth, ich bin Richter am Bundesverwaltungsgericht. Ihr Referat, Herr Professor Hirsch, gibt mir in vielen Gelegenheiten, Ihnen zuzustimmen. Ich möchte hier doch drei Punkte kritisch anmerken dazu. Das erste ist, ich bin nicht zufrieden, dass Sie weiterhin die These prolongieren, der Terrorstaat, wie Sie es formuliert haben, der Weg auf dem Terrorstaat sei durch die Gesetze gepflastert gewesen. Das ist die These in anderer Form. Die Entwicklung zum NS-Terrorstaat sei legal erfolgt. Das ist die Legalitätslegende. Wer sich ansieht, die ersten 6 Monate des NS-Regimes, wo es ja darauf ankam, ob das Regime sich etablierte oder nicht, kann feststellen, es war ein ununterbrochenes Kontinuum von Rechtsbrüchen. Das nationalsozialistische Regime ist durch Rechtsbrüche ins Amt gelangt und hat sich etabliert. Nur einige wenige Beispiele. Bereits nach dem 30. Januar wurden verschiedene Notverordnungen erlassen. Diese Notverordnungen wurden dann durch die Exekutive entsprechend angewandt. Das waren alles keine Gesetze. Das Ermächtigungsgesetz, was am 23. März verabschiedet worden ist, war ein Gesetz, das auf groben Rechtsbrüchen beruhte. Ein großer Teil der Reichstagsabgeordneten war verhaftet worden, wurde nicht zugelassen und die Beratungen selbst fanden statt unter Androhung physischer Gewalt. Der frühere bayerische Ministerpräsident Högner, der daran teilgenommen hat, das eindrucksvoll geschildert. Aber auch, ich nenne jetzt nur ganz wenige Beispiele aus zeitlichen Gründen, wer sich ansieht, die Zerschlagung der Gewerkschaften mit dem Ziel, deren Streikmöglichkeiten zu nehmen, weil das noch gefährlich hätte werden können im Mai, Juni, war ein einziger Rechtsbruch. Die Gewerkschaftshäuser wurden besetzt. In Marburg, in anderen Städten wurden Gewerkschaftssekretäre zu Tode geschlagen. Das Vermögen der Gewerkschaften wurde beschlagnahmt, ohne rechtliche Grundlage. Wer sich ansieht, worauf die Beschlagnahme des Gewerkschaftsvermögens beruhte, kann feststellen, kann man im Bundesarchiv nachlesen, dass herangezogen wurde die Reichstagsbrandverordnung, die damit nichts zu tun hatte. Bezeichnenderweise hat der Vorsitzende
der deutschen Arbeitsfreund Robert Ley 1937, das ist in den Nürnberger Prozess hier eingeführt worden, Hitler gegenüber geäußert: Wir haben uns damals das Gewerkschaftsvermögen angeeignet. Ich stehe immer noch mit einem Bein im Gefängnis. Und da hat Hitler spöttisch gesagt: Ja, deine Angst sieht man aber auch. Und da haben sie dafür gesorgt, dass dann ein sogenanntes Regierungsgesetz das in Gesetzesform gegossen hatte. Aber das waren einige wenige Aspekte. Ich meine die Legalitätsthese, dass der Faschismus mit geltenden, mit rechtsstaatlichen Methoden an die Macht gekommen sei und sich durchgesetzt habe, ist eine historische Legende. Und das sollten Sie nicht meines Erachtens heute im Jahre 2013 in Frage stellen. Ich beende jetzt den Punkt, ich wollte nur sagen, zwei andere Aspekte, die ich auch für problematisch halte, zwei Thesen, die Sie vertreten haben. Auf der einen Seite den Satz: Es gibt ein höheres Recht als das geschriebene Recht. Und der andere Satz, den Sie gesagt haben: Es gibt keinen blinden Gehorsam gegenüber dem geschriebenen Gesetz. Wenn man sich ansieht, wie die Juristen sich verhalten haben in der NS-Zeit, in den Gerichten, in den Verwaltungen und so weiter, muss man feststellen, dass es nicht der blinde Gesetzesgehorsam war, erst recht nicht Gehorsam gegenüber einem rechtsstaatlichen Gesetz, sondern es war vor allen Dingen eine Werteargumentation, die eine Rolle gespielt hat und eben nicht der blinde Gesetzesgehorsam. So viel vielleicht als kritische Anmerkung zu Ihrem Beitrag. Im Übrigen, was die kritischen Anmerkungen zur BGH-Rechtsprechung anbetrifft, durchaus für zutreffend halte, wenn ich auch meine, die Wende 1995, die der BGH durchgemacht hat oder vollzogen hat, die muss man natürlich sehen im Kontext der Entscheidungssituation. Wenn diese Wende nicht vollzogen worden wäre, hätte man die DDR-Richter nicht verurteilen können. Ja, danke schön. Ich will versuchen, mich kurz zu fassen. Die These, dass der Weg in den Unrechtsstaat sozusagen legalistisch begangen worden ist, die auch Herr Rüthers, Professor Rüthers, ganz heftig kritisiert, habe ich so nicht vertreten. Denn zum einen habe ich über Justizunrecht gesprochen, nicht allgemein über den Weg in den Unrechtsstaat, sondern Richter, die natürlich Gesetze angewendet haben, und zwar im Sinne und interpretiert und ausgelegt und extensiv ausgelegt im Sinne der Ideologie, alles akzeptiert, aber es waren Normen, die sie anzuwenden hatten. Die Gesetze, die es gab, die geprägt waren von der NS-Ideologie, das waren zum Teil Gesetze, denen der Unrechtscharakter auf die Stirn geschrieben stand. Ich darf nur an die Rassenschande-Gesetze erinnern. Diese Gesetze sind schon nach der Definition, wie ich sie gebracht habe, nämlich, dass es rechtswidrige Gesetze gibt, das ist eine völlig unstrittige Definition, ist das kein Recht. Das ist formelles Recht, aber kein materielles Recht. Das Bundesverfassungsgericht hat ausdrücklich erklärt, 20 Absatz 3, mit der Nennung dieser beiden Vorgaben für den Richter, er ist an Recht und Gesetz gebunden, wird die Lehre gezogen aus den Erfahrungen des NS-Systems, nämlich dass es unrechtmäßige Gesetze gibt. Das ist keine Tautologie. Recht und Gesetz ist nicht dasselbe. In der Praxis, in der Regel ja, aber normtheoretisch ist das nicht dasselbe. Und das ist die große Errungenschaft, dass wir wissen, es gibt keinen blinden Gesetzesgehorsam für den Richter. Er ist gebunden an das Gesetz und an das Recht und beides ist nicht identisch. Mehr wollte ich damit nicht zum Ausdruck bringen. Dann Ihre zweite Frage. Ist die damit auch schon beantwortet? Ich hatte es mir notiert und dann wäre diese Frage, glaube ich, auch mit beantwortet. Die erste These war, die erste Frage oder Bemerkung bezog sich auf Ihre These,
Der Weg in den Terrorstaat war durch Gesetze gepflastert, so waren Ihre Worte. Das ist die Legalitätsthese, die habe ich kritisiert. Der zweite Aspekt war die Sache oder Ihre These, dass es gibt höheres Recht als das geschriebene Recht. Das kann man wohl überhaupt nicht bestreiten. Das ist gängige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Man muss sehen, die Ideologen, die 1933 folgende im universitären Bereich sich gewandt haben gegen die Positivisten, die haben ja gerade gewettert gegen diesen Gesetzesblindheit und haben verlangt, dass höheres Recht gegen das Gesetz gestellt wird. Das ist eine völlige Parallelität. Ich glaube, wir reden jetzt aneinander vorbei. Ich spreche von der Nachkriegszeit und dem Grundgesetz, das diese Vorgabe hat. Gut. Ich glaube, da müssen die Fragen an. Ja, Jan Thiessen, Universität Tübingen. Ich habe eine konkrete Frage zu dem dritten Donani-Fall, den Sie angesprochen haben. Da hatten Sie kurz mit einem Halbsatz gesagt, das dritte Revisionsurteil sei in einer veränderten personellen Besetzung ergangen. Und das ist die Frage, die mich interessiert, ob Sie etwas noch sagen können zu diesen Richterbiografien, zu den Richtern, die dahinter standen, ob es möglicherweise eine Prozessakte dazu gibt, zu diesem Fall, wo man schauen könnte, was waren die Motive. Das würde mich interessieren. Vielen Dank. Da bitte ich um Verständnis, dass ich die Frage nicht beantworten kann. Ich hatte die Akten mir geholt beim Bundesgerichtshof. Ich habe die alten Akten gelesen. Ich habe das Votum gelesen, das dann handschriftlich vom Vorsitzenden des Senats noch verändert worden ist. Aber all das ist Beratungsgeheimnis und kann leider nicht der Forschung zugänglich gemacht werden. Und Richterbiografien können Sie nachlesen. Die haben sich gewandelt, das ist kein Geheimnis. Aber das Zustandekommen dieses... Weil es Handakten gibt, in denen das Votum des Berichterstatters liegt. Das ist nicht Bestandteil der Gerichtsakten, aber es ist Bestandteil der BGH-Akten, das Votum des Berichterstatters. Und Sie sehen dann, was mit dem Votum passiert ist, bis es zum Urteil mutiert ist. Das Votum wird in manchen Akten auch weggeworfen. In dem Akt war es eben noch drin. Mein Name ist Heiko Holste vom BMJ. Ich würde gerne eine Frage noch an Herrn Bach stellen und diese seltene Gelegenheit nutzen, wenn das erlaubt ist. Herr Bach, Sie haben gesagt, Sie waren befreundet mit Gustav Heinemann, als er damals Justizminister war. Nun haben wir heute Morgen von Herrn Safferling gehört, dass auch in der Amtszeit von Gustav Heinemann Eduard Dreher im BMJ tätig war, dass seine Verstrickung in Todesurteile bekannt war und dass unter Heinemann auch dessen Staatssekretär Ehmke entschieden hat, wir gehen nicht dagegen vor, wir lassen das auf sich beruhen. Das ist ja heute irgendwie schwer nachzuvollziehen, dass jemand wie Heinemann, wie Ehmke so völlig unsensibel waren gegenüber diesen NS-Verstrickungen. Und da wäre meine Frage, die Sie diese Akteure damals kannten, wie hat man das wahrgenommen Ende der 60er Jahre? Haben Sie da mal mit Heinemann darüber gesprochen, dass NS-Juristen weiter im BMJ, im deutschen Ministerium tätig waren? Oder war das für jemanden wie Sie, der mit Eichmann zu tun hatte, ein so kleiner Fisch, ein so banaler Fall, dass das damals überhaupt kein Thema war, Ende der 60er? Ich darf vielleicht ganz kurz nur eine Korrektur. Es war nicht Ehmke, es war Erker, Staatssekretär Erker, der diesen Brief geschrieben hat, nur um dem vorzubeugen. Heinemann, ob Sie Heinemann als Justizminister, ob Sie darüber gesprochen haben, dass in seinem Justizministerium alte NS-Leute arbeiten. Ach so. Nein, ehrlich gesagt hatte ich darüber eigentlich mit ihm nicht gesprochen. Also wie gesagt, er war hier, als er noch Justizminister war. Er war ja in Israel mit seiner Frau und ich wurde gebeten, ihm das Land zu zeigen. Und wir hatten uns wirklich ganz besonders angefreundet. Er war bei uns zu Hause, sagte, meine Kinder sind so wie seine eigenen Enkelkinder, ihm ans Herz gewachsen. Und ich werde auch nie vergessen, ich wurde dann eingeladen, nach Deutschland zu kommen, ohne dass er davon wusste. Der deutsche Botschafter in Israel hatte mich eingeladen. Und das war 2 Wochen vor der Wahl von Gustav Heinemann als Präsident. Und ich wusste, da war damals ein sehr harter Kampf
zwischen Gustav Heinemann und Schröder. Und dann war und die Frage, wer da gewinnt, das war sehr unklar. Und ich kam dahin und da hat der israelische Botschafter in Deutschland hat mich angerufen und sagt, also ich habe Sie zum Mittagbrot eingeladen, zusammen mit Gustav Heinemann. Habe ich gesagt, hören Sie, es ist 2 Wochen vor der Wahl. Wie kann man das machen? Er ist doch jetzt so beschäftigt, wird er doch wahrscheinlich keine Zeit dafür haben. Aber er sagt, er wird das schaffen. Also wir kamen, haben Mittagbrot gegessen. Als es dann 4 Uhr nachmittags wurde, habe ich gesagt, hören Sie, Herr Heinemann, ich erkenne ungeheuer an, dass Sie gekommen sind, aber ich weiß, Sie sind jetzt mitten in dem Wahlkampf. Also glaube ich, sollten Sie doch jetzt zurückkehren. Also Herr Bach kommt nicht in Frage. Ich sage alle meine Sachen ab für heute Abend. Sie sagen Ihre Sachen ab. Wir gehen ausbummeln. Dann haben wir um 7 Uhr abends in mein Hotel und hat mich abgeholt. Bis 12 Uhr nachts hat er mir Bonn und Godesburg gezeigt. Also es war wirklich sehr rührend. Er war übrigens ein ungeheuer Experte für Weine. Da hat er siebenmal denselben Wein bestellt und jedes Mal einen anderen Jahrgang. Und dann hat er mir gesagt, also Sie werden hier spüren, einen süßen Stich an den Seiten der Zunge. Das wird sich nach 2 Sekunden ausbreiten. Also entweder war es Suggestion oder er war wirklich, also er war, glaube ich, ein sehr großer Experte. Und am Schluss hat er gesagt, wissen Sie, ich habe mit meiner Frau verabredet, nach der Wahl, nach der Abstimmung in Berlin, so oder so wird gefeiert. Entweder ich bin Präsident und dann schon bestimmt oder nicht, gehe ich zurück in meine Anwaltspraxis und werde viel Geld verdienen und auch. Und da werden wir eine Flasche Wein trinken, danach, direkt nach der Wahl. Und ich habe eine Bitte an Sie, wo immer Sie auch sind, in welchem Teil der Welt, im Moment, wo Sie hören, die Abstimmung, dass Sie auch eine Flasche aufmachen und dass ich weiß, dass wir zusammen auf das Wohl trinken in dem Moment. Also da war inzwischen ein Angriff auf ein LL-Flugzeug in der Schweiz, also ich war da in der Schweiz zu der Zeit und da war ja, glaube ich, 7-mal abgestimmt, dann hat er am Schluss gewonnen. Und da habe ich ihm ein Telegramm geschickt. Herr Heinemann, wie verabredet, so oder so wird gefeiert. Aber als es nun so wurde, habe ich doch 2 Flaschen auf Ihr Wohl. Aber wie gesagt, wir hatten, auch als er dann Präsident war, haben wir eigentlich sehr oft korrespondiert. Wenn irgendwas über Israel war, hat er mir das mitgeteilt. Und auch als er Ex-Präsident war, in Essen hat er mich eingeladen, zu ihm nach Essen zu kommen und auch nachdem er nicht mehr lebte, seine Frau hatte uns besucht und so. Aber solche Unterhaltungen über die Sachen, die ich wahrscheinlich auch dachte, dass es vielleicht für ihn auch etwas schwierig ist, mir mitzuteilen, was irgendwie da von der deutschen Regierung so oder so beschlossen wurde. Also darüber, über diese anderen Themen haben wir eigentlich nicht zusammen gesprochen. Gut, vielen Dank, Herr Bach, nochmal für diese Ausführungen. Ich sehe jetzt hier ganz hinten noch eine Wortmeldung, ganz hinten. Machen wir das als letzte Wortmeldung vor der Pause. Die Fragen vorhin nach den Akten und nach den Namen, die weisen auf ein Problem hin, nämlich die Justiz hat Namen und Adressen. Es sind immer Einzelleute, die verantwortlich sind. Es ist nicht ein Apparat, der verantwortlich ist. Und wir sollten ganz genau hinschauen, ob wir vielleicht nach der herrschenden Meinung gehen oder ob wir mal uns unsere eigenen Gedanken machen. Der Herr Dücks, der vorhin gesprochen hatte, ne? Der ist als Leuchtturm der Justiz bekannt, weil er gegen den Strom geschwommen ist, weil er gegen den Widerstand von ganz, ganz vielen seine Meinung durchgesetzt hat und seine Linie durchgesetzt hat für sich. Und dieses sollte man, denke ich mal, in der Justiz als Beispiel nehmen und sich nicht hinter der Justiz im Prinzip verschanzen. Ich glaube, das war keine Frage, sondern ein Statement, dem ich voll zustimme. Gut, vielen Dank nochmal, lieber Herr Präsident. Es war eine sehr interessante Stunde mit der Gedenkfeier für Reichskriegsrat von Donani. Haben Sie sicherlich auch ein bisschen gegen den Strom geschwommen und haben da ein sehr deutliches Zeichen gesetzt für die Frage und den Umgang mit der NS-Justiz.
und dass wir uns mit diesen Themen immer noch und immer wieder auseinandersetzen müssen. Lieber Herr Hirsch, es waren glückliche Jahre, als Sie BGH-Präsident waren. Da war jeder Strafsenat noch mit einem Präsidenten oder einem Vorsitzenden besetzt. Mit dieser hoffentlich etwas für Erheiterung sorgenden kleinen Nebenbemerkung darf ich Sie jetzt in die Kaffeepause entlassen. Wir haben jetzt bis 17 Uhr Zeit. Wir haben deswegen auch etwas mehr Zeit gelassen. Deswegen auch nochmal meine Aufforderung an Sie. Gehen Sie ein Stockwerk höher, schauen Sie sich die Ausstellung an, lassen Sie die Atmosphäre dieses Raums noch ein bisschen auf sich wirken und seien Sie dann pünktlich um 17 Uhr wieder hier, wenn wir mit dem letzten Teil unserer Veranstaltung dort fortfahren. Vielen Dank.